Hallo, heute geht's weiter Part mit dem Story-Modus. Mortal Kombat 11. Genau, von Mortal Kombat 11. Part 2, Teil Winds 2, of Change. Aftermath. Und wir machen weiter mit Kapitel 15, Winde der Änderung, seltsam vertraut. Mit Fujin diesmal. Habt ihr getan? Willkommen zurück, Majestät. Freut mich ebenfalls, euch zu sehen. Bin ich am Leben? Ist das real? Das ist es, Lady Sindel. Ein Wunder, das nicht möglich gewesen wäre, ohne die loyalste deiner Dienerinnen. Shiva? Imperatorin. Auch wenn ich dir heute geholfen habe, so habe ich doch viel zu oft versagt. Ich bin unwürdig. Oh, Unsinn. Heute machst du mir das größte Geschenk. Eine zweite Chance. Deine Pflicht ist getan. Ich stehe nun in deiner Schuld. Danke, Imperatorin. Wo ist meine Tochter? Oh, Kitana. Ich bin es, Kitana. Deine Mutter. Ich will mich freuen, aber ich fühle nur... Ich war noch ein Kind, als du... Wie konntest du dich umbringen? Warum hast du mich verlassen? Ich tat nichts davon, Kitana. Als ich Shao Kahn heiraten musste, geriet ich mit Quan Chi in Konflikt. Er warf mir vor, Shao Kahn abzulenken. Dann tötete mich diese Missgeburt und gab es als Selbstmord aus. Wie ich immer vermutet hatte. Aber all die Zeit war alles, was man über dich sagte, gelogen? Was soll ich glauben? Glaube, dass ich deinen Vater Jared geliebt habe. Und auch dich liebe. Oh, Mutter... Dieses Wiedersehen ist ein Segen, aber uns bleibt keine Zeit zum Feiern. Wir müssen sofort auf Sheng Tsungs Insel und unsere Mission beenden. Ich würde mit euch kommen und mit euch kämpfen, aber... Die Außenwelt braucht ihren Khan. Ich weiß. Verlass dich darauf, Kitana. Ich komme wieder. Sindel wurde wiederbelebt. Shang Tsung würde so eine enorme Anstrengung nur unternehmen, wenn ihre Hilfe einen großen Vorteil verspricht. Sie ist nur eine Sterbliche. Und einer der wenigen, die dich verletzen können. Ich fürchte keinen Schmerz. Sie sind auf Shang Tsungs Insel. Deine Krone. Shang Tsung weiß es. Dann genug der Vorbereitungen. Begib dich jetzt zur Insel. Wir können ihre Herzen nicht gewinnen, versuche es nicht. Lass deine Gutmütigkeit nicht die Oberhand gewinnen. Ich verstehe, Mutter. Klar. Wie in Teil 1. Hat sie sich ja auch verwandelt.
Kapitel 15, Winde der Änderung, Fujin. Ich bin schon gespannt. Fujin ist ein Hammercharakter. Sie konnten nicht weiter. Ihre Hingabe rührt mich sehr. Ich zweifle an Ihrem Verstand. Hat denn keiner von euch Mitgefühl? Nicht für Narren, die dir folgen. Folgen wir ihm nicht auch gerade? Zumindest folgen wir nicht diesem Narren Raiden. Dann wären wir längst tot. Ui. Du magst rennen wie der Wind, Kapal, aber ich beherrsche ihn. Ein besserer Plan hätte nicht geschadet. Es geht noch weiter. Das heißt, mein erster Gegner, oder wie? Oi, Jade. Und zwar nicht die nette, freundliche. Nicht einmal sie kann euch helfen. Wir schauen ihn an. Genau, sexy. Zu langsam. Ich habe mehr erwartet, Fujin. Und jetzt gegen Kabal. Wow. Ich sollte zuerst seine Skills anschauen. Mache ich auch kurz. Armbrustschuss. Okay, links, rechts. Das links, rechts, das ist eh schon bei fast jedem Charakter. Tornado. Runter, links. Ui. Runter, links. Kreis, Windtritte. Also runter, links ist besser wie links, rechts. Naja. Schauen wir mal. Ui, das hätte ich nicht machen können. Das waren die Windtritte. Ah, blocken. Blocken. Ui, das war nicht. Komm schon. Bevor er L2 macht. Und komm. Alter, habe ich ihn meinen vertan. Aber ich glaube, er kann seinen auch nicht mehr ausgehen. So. Jetzt aber. Ich werde nicht scheitern. Leider erst die erste Runde. Weiter geht's. Wow. Also. Ich muss mal in der Luft kämpfen mit ihm. Ja, der war auch cool. Komm, geh ich aus dem Block raus. Das war eh klar. So. Rache. Appe. So. Das war's mit dir. Und erfülle ich jetzt deine Erwartungen?
Ich habe mit ihm nämlich nur die Fatalities gespielt. Richtig gekämpft. Noch nicht, Cetrion aber... Muss auf dem Weg sein. Warte nur, Sindel und ich beschäftigen sich. Auf unser nächstes Battle. Ihr beiden holt die Krone. Da werden andere Charaktere warten. Sag mir, Zauberer, wann wirst du uns betrügen? Bin ich auch Dein schon Misstrauen amüsiert mich. Wenn es geschieht, sind wir bereit. Ja, lacht schon wieder so falsch. Sag jetzt nicht jetzt. Weil es ein schlechter Ort. Oder will er nur die Krone haben? Ja. Tu mir einen Gefallen, Fujin. Und halte dich da ernsthaft zurück. Du auch, Zauberer. Jax. Du wirst später noch wir uns gut hier wiedersehen. Alles bereuen. Wo du mich eingesperrt hast. Mich fast totgeschlagen hast. Verdammt, dafür werde ich mich revanchieren. Du bist so gütig. Na, Zauberer wird schon alt geworden. Und ich habe natürlich... Ui. Ich habe einen heftigen Gegner. Nein. Da. Der Wind Neuer kommt Trick, überall. Sehr nett. Aber unzureichend. Im Tempel habe ich dich besiegt, Fujin. Dank Chroniker bin ich jetzt noch stärker. Ja, ich hab's gesehen, deine neue Du hast den Kampf nicht gewonnen. Du bist weggelaufen. Ist weggelaufen. Hab ich dich oder hast du mich? Na, du hast mich gehabt. Also geht's nicht. Der war gut, aber es ist zu spät. Das schaffen wir nicht mehr. Ui, ich war zu weit weg. Aber ich hab's geschafft. Dieses Mal hättest du auch flüchten sollen. Thank you.
Versprechen darf man nicht trauen, Jackson. Bihan, Kano, Shao Kahn. Sieh dir ihre Schurkentruppe doch mal an. Das steht dir nicht zu, Fujin. Nicht, wenn du dich mit Shang Tsung einlässt. Fight. Gleich kurzen Moment. Passt dir alles. Es ist nur so, ich spiele nämlich den Story-Modus noch auf der PS4. Das hat den Grund, dass ich meinen neuen Controller nicht gleich so in Anspruch nehmen möchte. Okay, weiter geht's. Da, Wind bitte. Ui, Checks. Kann ich auch noch. Kommt keine Ahnung. Ui! Mach ruhig! Boah! Na, warte mal! Ich werde nicht scheitern. Rache ist süß. Mit denen. Hoppala, jetzt geht er schon weiter. Wow, was machst du mit mir? Ich möchte keine dritte Runde. So. Aber so wie es aussieht. Ey. Hol dann. Genau, so. Na komm schon, hol dann. So, das wird aber leider nicht reichen. Aber ihn dezimieren. Und ich hoffe um einiges. Ich muss mit seinem R2L zu blocken. Schnell, schnell, schnell. Schieß nochmal. Ein Stück näher. Chroniker wird deine Wunden nicht heilen, Jackson. Verflucht, Fujin. Du kennst mein Leid. Chroniker kann das alles vielleicht verhindern. Nicht nur für mich. Auch für Jackie. Und Vera. Scheiße. Du bist ein Gott. Du kannst nicht verstehen, wie sich das anfühlt. Weißt du, ich hatte nur einmal Streit mit Raiden, als ich den Himmelstempel verließ, um bei den Menschen zu leben. Gewöhne dich nicht an sie, Fujin. Gefühle werden dich nur an der Ausübung deiner Pflicht hindern. Aber Krieger wie du und ich werden durch Gefühle stärker. Wir kämpfen nicht, um Feinde zu töten. Wir kämpfen, um unsere Lieben zu schützen. Deshalb schmerzt es so sehr, wenn wir scheitern. Tja, unglaublich. Vielleicht verstehst du es doch. Chroniker kennt deinen Schmerz. Sie manipuliert dich damit. Jacqueline ist auf dem Weg hierher. Chroniker will, dass du mit ihr kämpfst. Schlimmer. Ihr Herz bricht. Verhält sich so jemand, dem du oder deine Familie irgendetwas bedeuten? Sindel, ich habe mir schon gedacht, wie ist sie? Oh je. Ich muss dir helfen, komm schon. Komm. Ah, okay. Na, ich weiß schon. Du hattest vor, mich zu besiegen? Ich bin noch nicht fertig. Aber Single, sollte das schaffen. Oh. Gemeinsam.
dich, Chronikas Wille. Zum Gazilla. Ossisiano. Oma Keayo. Was? Ein Zauber? Cool. Kannst du kämpfen? Nein, ich tue, was ich kann. Chronika versprach die Zukunft. Aber ihr werdet keine haben. Ihr seid selbst an diesem Schicksal schuld. Fight! Ich muss mit Zindel kämpfen. Okay. Ich dachte, ich kämpfe dich nur mit Zindel. Ah, wir kämpfen gemeinsam. Cool. Cetrion, komm her. Komm von hinten. Oh, warte nur. Rache ist hier. Jetzt hat sie gekreischt. Und die erste Runde ging an uns. Hol mich mal runter. Na komm schon. Ah. Jetzt habe ich noch mal ein Kreischen losgelassen. Jetzt holt sie mich am Boden. Das ist sowas. Jetzt kriegst du mit meine Haare. Nochmals. Komm schon. Ich muss mich dir zeigen. Von der bösen Hexe. Du solltest dich besser um dein Schicksal sorgen, Cetrion. Das stimmt. Gestorben und hätte ich damit noch ihre Mutter gestört. Lecker. Er hat irgendeinen Zauberspruch, einen indianischen, losgelassen. Echt cool. Nun, Shang Tsung, deine Strategie war wohl doch richtig. Natürlich war sie das. Hoch mit den Händen, Shang Tsung! Ui. Du auch, Sindel, wenn sich auch nur ein Haar regt. Das sind ja die Guten. Beruhige dich, Mädchen. Dad? Wie kommst du hierher? Wir alle kämpfen zusammen gegen Chronika. Ja. Und jetzt bringen wir das zu Raiden. Ist das eine Krone? Wegen dem seid ihr. Chronikas Krone. Ohne sie wird sie die Geschichte nicht neu starten können. Auch Zeit für gute Neuigkeiten. Jetzt, wo wir sie haben, ist alles neu und unbekannt. Wir haben diese Zeitlinie nun verändert. Richtig. Niemand kann sagen, was geschehen wird, nicht? Einmal ich. Ich muss zurück zur Außenwelt und Kitana Khan helfen. Danke für die Unterstützung. Wir treffen uns in 6 Stunden an der Blutsee. Bis zu unserem nächsten Kampf. Ein kleines Dankeschön von Sindel. Ich folge der Briggs-Familie und informiere die Spezialeinheiten. Möge der große Geist dich beschützen. Und dich erst recht, Fujin, wenn Raiden dich mit Shang Tsung zusammensieht.
ihre Mutter absorbiert. Ohne die Krone gibt es keine neue Ära. Dieses Scheitern ist allein meine Schuld. Im ersten Teil. Ich habe Shang Tsungs Brillanz unterschätzt. Der Lehre zu entkommen. Aus der Zukunft zurückzukehren. Ich begegne ihm erneut, Mutter. Dieses Mal werde ich siegen. Ich muss gehen. Dieser Shang Tsung ist im Besitz der Krone. Das macht ihn viel zu gefährlich. Und ich bezweifle, dass seine neuen Verbündeten diese Gefahr überhaupt erkennen. Sind deine Shaolin-Meister bereit? Sie werden bis zum letzten Mann kämpfen. Ja, das wird wohl nötig sein. Wenn Charon uns nicht hilft, wird es zu keinem Kampf kommen. Gibt es Neuigkeiten von Großmeister Hasashi? Nein. Wenn wir nicht bald von ihm hören, kehre ich zurück ins Unterreich. Falsch, Scorpion. Das verheißt nichts Gutes. Hol Raiden. Die Feuergärten stehen wieder. Die Shirai Ryu wurden wiederhergestellt. Warum bist du hier, Scorpion? Wo ist Großmeister Hasashi? Er ist tot. Und nun willst du uns erledigen. Ich verstehe dein Misstrauen, aber ich bin hier, um euch zu helfen. Das kann ich einfach nicht glauben. Was tut er hier? Wir sind keine Verbündeten. Du willst also helfen. Beweis es. Kämpf mit mir gegen den Zauberer. Das werde ich. Nein. Fujin? Raiden dachte, du wärst verloren, als die Zeitlinie brach. Aber du kämpfst für Shang Tsung? Wir haben wichtige Neuigkeiten für Raiden. Bitte, lasst uns durch. Das könnte ein Trick des Zauberers sein. Seine Anwesenheit wird die Feuergärten nicht entweihen. Jetzt nicht zu weit, Liebe. Sind ja alle eigentlich auf der gleichen Seite. Die bekämpfen sich. Ui. Jetzt muss ich ja alleine kämpfen, oder wie? Ich kann nicht fassen, dass du zu Shang Tsung übergelaufen gegen bist. Gegen zwei. Wie konnte er dich nur so irre leiten? Fight. Nein, nicht Skorpion. Nein! Wer hätte das machen sollen? Jetzt ist den geblockt. Komm, schieß, mach irgendwas. Aber ich steh nicht rum. Blocken, blocken, vielleicht auch einmal ab und zu. Da gibt es noch wieder. Das Skorpion ist gut. Das reicht nicht. Super. Komm schon. Du musst das Skorpion besiegen. Und jetzt komm schon. Gib's ihm. Jetzt schnell hin. Nein, jetzt kommt Skorpion. Steh auf. Gib ihn nochmal. Nochmal schießen. Nochmal. Geschafft. Frag mich nicht wie. Hör erst zu, bevor du urteilst. Danke, Fujin.
Der Sturm ist noch nicht vorbei. Shang Tsung. Jetzt geht's erst richtig los. Wir, Fuji? Seit wann bist du mit diesem Abschaum befreundet? Ich bin hier, um dich zu retten, Raiden. Wir kommen aus deiner tragischen Zukunft. Darin besiegt Liu Kang Kronika. Aber im Kampf zerbrach ihre Krone. Ohne sie konnte die zerstörte Zeitlinie nicht repariert werden. Unsere einzige Hoffnung war, zurückzukehren, die Krone zu stehlen und ihre Macht einzusetzen. Jetzt können wir den Ausgang des Kampfes gegen Kronika ändern. Sie besiegen und die Zeit reparieren. Ich habe dich nie für so naiv gehalten, Bruder. Shang Tsungs Lügen dienen immer nur ihm selbst. Wie konntest du darauf hereinfallen? Sei vernünftig, Raiden. Verbreite deine Lügen woanders, Zauberer. Uns täuschst du damit nicht. Lord Raiden, hören wir zu. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Ja. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Jetzt Shang Tsung. Die Wahrheit. Raiden, halt ein! Tritt zur Seite, Liu Kang. Leg das Amulett ab. Seine Dunkelheit ergreift Besitz von dir. Oh, ey. Nicht schon wieder. Raiden ist wieder böse. Shang Tsung ist diesmal nicht unser Feind. Die Reiche stehen auf dem Spiel und du bildest diese infame Allianz? Oh, ey. Genug mit diesem Wahnsinn. Wenn ihr beide sterben wollt, dann bitte. Sag es nicht, ich muss jetzt gegen Raiden kämpfen. Ich sage, wenn ich Hilfe brauche. Shin und Samuel, entfernt deinen Zorn und trüb dein Urteil. Vertraue mir. Oh mein Gott, das Kapitel ist ja ewig lang. Gegen Raiden. Achso, wir kämpfen mehr zu zweit. Das ist cool. Ah, blocken, dann block mehr. Nee, zu zweit. Genau, gibt's ihm. Das ist auch was schön. Ich hab vorher gegen zwei gekämpft, ja. Super. Und jetzt aber. Ich werde nicht scheitern. Die erste Runde geht an uns. In der Ecke da kann er nicht raus. Komm, das müssen wir ausnutzen. Geschafft. Du bist keine Herausforderung. Coole Belohnungen. Hör mir zu, Bruder. Uns bleibt kaum noch Zeit. Ich bin ein Narr. Ich habe mich selbst zum Sklaven des Zorns gemacht. Ich lasse nicht zu, dass meine Wut unserem Ziel im Wege steht. Ihr scherzt doch, Lord Fujin. Im Gegenteil, Liu Kang. Raidens Kraft macht dich zum Feuergott. Klar tut sie das. Leider kann ich meine Kräfte noch nicht auf Liu Kang übertragen. Erst muss ich seinen Wiedergänger von Quan Chis Fluch befreien. Wir werden den Wiedergängern bald entgegentreten. Was kannst du uns sonst noch über den letzten Kampf sagen? Wir brauchen jeden Vorteil. Jetzt kommt sicher Kronika und es geht gleich ins nächste Kapitel. Nur die Götter, die kann sie nicht erstarren lassen. Ah, den Zauber rauchen. Also alle, die aus der Zukunft kommen und Rain auch nicht. Lord Fujin, Shang Tsung,
Wie es scheint, genießt ihr eure Reisen wohl sehr. Wurdest bereits schon einmal besiegt, Kronika? Natürlich, Fujin. Wie sonst konntest du der Lehre entfliehen? Wenn du es weißt, akzeptiere das Unvermeidliche. Ergib dich. Aber meine Niederlage war nicht dein Sieg, Raiden. Hätte dein zukünftiger Retter die Kontrolle über mein Stundenglas, wären wir nicht hier. Diese Zeitlinie würde nicht mehr existieren. Es kann wohl nicht schaden, deine Vermutung zu prüfen. Selbst wenn du mich besiegst, was dann? Wer beansprucht das Stundenglas? Dir ist doch klar, dass Shang Tsung eure Allianz verraten wird. Wir sind vorbereitet, Kronika. Seid ihr? Fragt ihr euch denn gar nicht, weshalb Shang Tsung so viel über die Krone weiß? Weil er deinem Befehl folgte und dafür Seelen gesammelt hat. Shang Tsung ist viel zu bescheiden. Er hat die Krone entworfen. Niemand außer mir weiß mehr über ihre Macht. Hätte ich es dir gesagt, säßen wir immer noch am Anfang der Zeit fest und würden miteinander streiten. Du entscheidest, Raiden. Wer soll für immer für die Zeit verantwortlich sein? Ich oder Shang Tsung? Weder noch, Kronika. Du wirst besiegt. Und wenn Shang Tsung uns verrät, erledigen wir ihn. Du bist ein Narr, Raiden. Schicke die Reiche nicht in die Vergessenheit. Es müsste ja jetzt das neue Kapitel anfangen. Aber schauen wir uns noch kurz, was gerade so spannend ist. An, wie es weitergeht. Komm in die Krone. Lege dich nie mit einem Titan an. Jetzt verende ich deine Existenz. Fujin. Verwundbar, Kronika. Cool. Gemeinsam habt ihr es geschafft. Ui. Bruder, geht es dir gut? Ja, aber die Krone. Ui. Wahrlich, meine beste Arbeit. Ich erkläre dir ihre Funktion. Was ist passiert? Kronika kam her, um die Krone zu holen. Wir haben sie verjagt. Schlagen wir zu, solange sie schwach ist. Treffen wir uns mit den Armeen an der Blutsee. Zusammen stürmen wir Kronikas Insel und übernehmen das Stundenglas. Wir treffen Aber jetzt. Uns auf Kronikas Insel. Diese Narren glauben sich dem Sieg nahe. Ihre Überheblichkeit wird ihr Verhängnis. Wie traurig. Kapitel Meine 16. Tochter gibt ihrer Sentimentalität nach. Schauen wir zu sehr ins nächste Kapitel rein. Und dann fällt die Spannung weg beim nächsten Teil. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß weiterhin. Tschüss!